und herzlich willkommen. Wir sind heute in Südhessen unterwegs, in Bensheim an der Bergstraße. Und wir dürfen euch heute mitnehmen in einen ganz besonders traumhaften Garten. Das Spektakuläre ist, wir sind in einem preisgekrönten Garten des Jahres. Ich freue mich sehr darauf, den jetzt live zu sehen, zu besuchen mit dir, Anina. Und das Schöne ist, ihr kommt mit. Wie schön die Pflanzen eben miteinander spielen. Die Glockenblumen wachsen in das China-Schiff Grazili. Muss rein, Hirschzungen fahren. Fantastisch. Wow. Das ist natürlich der Wahnsinn hier, ne? Weiß man gar nicht, sind wir in Südhessen oder Südfrankreich, wenn man sich diesen wunderbaren Lavendelgarten anschaut. Boah, wenn man hier so durchläuft, ne? Kann man nur tief einatmen, es riecht so schön. Also das wäre jetzt für mich so der Ort, wo ich mich mal wirklich mit einem Buch in Ruhe hinsetzen würde. Einfach auch mal so diesen wunderbaren Duft hier einfach genießen, ne? Verstehe ich, das ist eine Genussbank sozusagen. Mhm. So aus fachlicher Sicht, warum ist dieser Ort so schön? Es ist halt echt ein Kraftort, ne? Und es ist ein Raum, das ist das Entscheidende. Da gibt es mehrere Faktoren, die da wichtig sind. Zunächst mal die Zierapfelhecke, sehr besonders, sieht man nicht häufig. Man sieht, es muss nicht immer die statische Eiben- oder Buchenhecke sein, die sehr streng geschnitten sind. Die wirkt sehr natürlich, wie eine Gardine, wirklich ganz, ganz schön. Und auch hier im Rücken, ganz wichtig, der Rückenschutz. Hier haben wir natürlich hohe Handwerkskunst, eine Trockenmauer aus bergischer Grauwacke, wirklich ganz toll verarbeitet. Die Landschaftsgärtner haben darauf geachtet, keine Kreuzfugen zu haben, wirklich hohe Handwerkskunst. Einfach ist auch übrigens hier der Wegebelag, finde ich ein ganz wichtiges Detail, wirkt alles andere als steril. Echt eine gute Variante auch mal für den kleinen Garten, nicht immer mit den Pflasterflächen zu arbeiten, sondern mit dieser natürlich wirkenden, wassergebundenen Wegedecke. Braucht nur links und rechts eine Einfassung hier aus Stahl, die kann dann schön überwachsen mit dem Lavendel, wirkt sehr natürlich, sehr einfach. Harmonisch hier einfach. Ja, was mir auch richtig gut gefällt, ist hier so dieser Weg, ne? Dass der nicht so einmal so gerade hier so durchläuft, sondern sich so ein bisschen so durchschlängelt. Ne? Das finde ich irgendwie sehr dynamisch, sehr lebendig. Ganz entscheidend. Und trotz der Lebendigkeit Ruhe spendend. Und ich finde, den sollte man noch ein bisschen genießen. Ja. Komm, wir gehen weiter. Schlängeln wir uns durch. Genau. Macht hier irgendwie einen ganz anderen Eindruck. Warum ist das jetzt hier so wild? Ja, sehr naturbelassen und wahrscheinlich konzeptionell dann der Übergang zwischen dem Durchgestalten hier in die Landschaft rein. Auch ein sehr schöner Part. Mein Gott, was für ein Prachtexemplar. Das ist ein Eisenholzbaum. Tatsächlich vom Namen her ein Baum, ist aber keiner vom Wuchs, wie du siehst, eher ein Strauch von der Wuchsform. Wirklich sehr, sehr schön. Das Blatt ist sehr buchenähnlich, aber die Herbstfärbung ist deutlich attraktiver. Also ein richtiges Rot, das wird ein Spektakel hier im Herbst sein. Und was man sofort merkt, wenn man jetzt aus der Sonne hier in den Schatten kommt, ist dieses angenehme Naturschattengefühl. Ich finde ja immer so unterm Schirm, brütet man immer in so einer Hitze, ist nicht zu vergleichen mit Naturschatten. Absolut nicht. Das ist ein deutlich anderes Mikroklima, die Verdunstungskälte der Blätter. Die Blätter verdunsten Wasser, das spürt man, macht es unglaublich angenehm. Das ist eine sehr breite Pflanze, wie du siehst. Das heißt, die braucht Platz, damit sie so wirken kann. In diesem Garten hat sie Platz. Aber auch in kleinen Gärten kann man die durchaus verwenden. Da gibt es sie dann als Baumform, als Hochstamm nennt man das, gezüchtet. Das heißt, ein Stamm, der ist ungefähr 2,50 Meter hoch. Dann kommt die Krone und passt dann wirklich auch in kleine Gärten. Und ist auch auf dieser besonderen Liste drauf, ne? Ist ein Klimabaum, die genau. Klimabäume, das heißt, also kommt besonders gut mit den trockenen, warmen Sommern zurecht und funktioniert, wie man sieht, hervorragend. Ja, schön. Hier kann man es aushalten. Ist wieder Arbeitstag so bei dir, Bernd. Na, selbstverständlich, ich liebe meinen Job. Aber der Weg hierhin war schon schweißtreibend, denn offensichtlich war hier vorher ein Hang. Und der Gartenplaner hat sich überlegt, Ebenen zu schaffen im Garten, was Sinn macht, um ihn auch nutzbarer zu machen. So gibt es dann die untere Ebene, den Naschgarten. Hier sind wir jetzt auf dem Rasenplateau und der Poolebene. Da oben kommt die nächste Ebene. Und das hat einfach Sinn und hat Struktur, gibt dem Garten einfach ja, Raum. Also wenn man so einen Garten hat, dann braucht man eigentlich nicht mehr in den Urlaub zu fahren, ne? Definitiv nicht. Herrlich. Ja, der macht was her, ne? Sehr, sehr schön, ne? Ich liebe auch dieses Gras, das japanische Waldgras. Ist so schön leicht. Wow. Sehr schöner Laubengang. Denkmalgeschützt ist er. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt denkmalgeschützt sein kann. Tatsächlich, klar. Gärten können denkmalgeschützt sein. Oder Elemente wie hier, jetzt der Laubengang. Mit diesem wahnsinnigen Blauregen. Guck mal, wie dick die Stämme sind. Sehr beeindruckend. Facettenreich hier. Das ist ein sehr facettenreicher Garten. Ach, schau mal. Das ist ja süß. Bad unter freiem Himmel? Genau. Darf ich bitten? Nächstes Mal. Und dann dieser sensationelle Blick hier. Der Wahnsinn, oder? Schön.
Kulinarisches steht hier oben ganz hoch auf der Liste, offensichtlich in diesem Garten. Ja, das ist der Nutzgarten, genau, über den wir schon gesprochen haben. Was haben wir hier alles? Ganz viele. Liebstöckel habe ich gesehen, Dill. Hier vorne ist Rosmarin. Ich liebe Rosmarinkartoffeln. Boah, das riecht gut, ne? Und auch ganz schlau gelöst hier mit dem Hochbeet, ne? Genau, das ist funktional natürlich ganz geschickt, sieht auch gut aus. So muss man sich nicht so tief bücken. In jeder Hinsicht gut und richtig so. Funktioniert sogar zu Hause bei mir auf meinem kleinen Balkon mitten in der Stadt. So einfach, ne? Ein Pflanzgefäß und schon hast du ein Hochbeet und Kräuter, ja, fürs Essen. Und für den Cocktail vielleicht. Vielleicht. Und was sagst du, Anina? Echter Traumgarten, oder? Also das kann man ja wohl sagen. Ich glaube, so einen Garten habe ich sowieso überhaupt noch nie in meinem Leben gesehen. Ich nehme mir unfassbar viel mit. Das macht ganz viel mit mir. Also diese Vorstellungen von irgendwie Sommernächten mit Familie, mit Freunden, am Pool, an dieser Feuerstelle, Pizza machen. Also das stelle ich mir einfach unfassbar schön vor. Ne? Ich sehe, du bist geflasht. Ja, auf jeden Fall. Und zu Recht, zu Recht. Ja. Also ich bin auch total begeistert. Ich finde das Gefühl, was hier drin steckt, springt einen förmlich an. Mhm. Die Liebe zum Detail. Ja, hier ist ganz viel Herz mit im Spiel. Das zeichnet den Garten aus. Ja. Ganz sicher. Was kann man da jetzt so für den eigenen Garten mitnehmen? Vielleicht auch als Inspiration? Da ist einiges hier. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Garten, was auch mich total beeindruckt. Und da gibt es natürlich viele, viele Punkte, auch im Kleinen. Ob es die Pflanzenauswahl ist, ob es die Beläge sind, die Materialauswahl. All das ist natürlich auch ins Kleine übersetzbar für den eigenen kleinen Garten, auch mit normalen Portemonnaies. Toller Tag, toller Garten und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir das nächste Mal unterwegs sind und uns gemeinsam mit dir und euch den nächsten Garten anschauen können. Und da freue ich mich auch drauf. Ich bin dabei.